Einleitung zum Buch von Dirk Kräuter. Was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde: Dieses Buch birgt eine Fülle von wertvollen Ratschlägen für beruflichen und persönlichen Erfolg. Immer wieder wurde der Autor in Interviews mit der Frage konfrontiert: Dirk, wenn du noch einmal 18 Jahre alt wärst, was würdest du tun? Was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Als Antwort darauf setzte er sich im Januar 2019 vor seine eigene Kamera und nahm ein 40-minütiges YouTube-Video auf, in dem er all die wertvollen Tipps und Erfahrungen teilte, die er im Laufe seines Lebens gesammelt hatte. Die Resonanz auf dieses Video war überwältigend, und so entschloss sich der Autor, seine Gedanken in Buchform ausführlicher darzulegen. Dirk Kräuter ist mit seinen 52 Jahren ein wahrer Schatz an Lebens- und Berufserfahrung. Als erfolgreicher Unternehmer verfügt er über einzigartige Einblicke in die Bereiche Geld, Karriere und Selbstvermarktung. All diese Themen, die seiner Meinung nach in der Schule oft zu kurz kommen, beleuchtet er ausführlich in diesem Buch. In den folgenden Abschnitten werden wir anhand der persönlichen Lebensgeschichte des Autors erfahren, worauf junge Menschen heute besonders achten sollten, um frühzeitig die Weichen für ihren persönlichen und beruflichen Erfolg zu stellen. Des Weiteren werden wir herausfinden, warum die Fähigkeit zu verkaufen von grundlegender Bedeutung im Leben ist, wie du selbst durch FIFA-Spiele erfolgreich sein kannst und wie es dem Autor trotz eines mäßigen Realschulabschlusses gelungen ist, ein Vermögen zu erlangen. Kernaussage 1: Finde heraus, wer du bist und folge deinen Träumen. Die Geschichte von Dirk Kräuter beginnt mit einem 16-Jährigen, der seinen Realschulabschluss in greifbarer Nähe hat und einen klaren Traum vor Augen. Er möchte Surflehrer werden. Das Surfen bereitete ihm Freude und er beherrschte es. Die schulischen Noten waren für ihn irrelevant, da er den schulischen Stoff für seine Zukunft als Surflehrer nicht benötigte. Doch seine Eltern hatten eine völlig andere Vorstellung von seiner beruflichen Zukunft. Sie drängten ihn in die klassische Schiene von Ausbildung, Abitur und vielleicht sogar Studium, gefolgt von einer sicheren Anstellung in einem großen Unternehmen und einer bequemen Rente. Dieses traditionelle Lebens- und Karrierekonzept ist nach wie vor in vielen Köpfen verankert, obwohl es längst alternative Wege gibt. In Deutschland stehen über 300 verschiedene Ausbildungsberufe zur Auswahl. Doch der Weg zum Traumberuf erfordert nicht zwangsläufig eine formelle Ausbildung. Dirk Kräuter betont, dass es entscheidend ist, auf das eigene Herz zu hören und den Träumen zu folgen. Denn Träume sind der Ausgangspunkt eines jeden Weges und sollten nicht aufgeschoben werden. Um deinen eigenen Lebensweg zu finden, ist es ratsam, drei grundlegende Fragen zu stellen. Wer bin ich? Was macht mir Freude? Und worin bin ich besonders talentiert? Diese Fragen dienen dazu, dich selbst besser zu verstehen. Du kannst auch die Einschätzung deiner Eltern, Lehrer oder Freunde einholen, um herauszufinden, wie sie deine Persönlichkeit sehen und welche Stärken und Schwächen sie bei dir erkennen. Angenommen, du entdeckst, dass du ein herausragender Spieler im Fußball-Videospiel FIFA bist. Das ist großartig. Du solltest Wege erkunden, um damit Geld zu verdienen. Du könntest beispielsweise auf YouTube anderen erklären, wie das Spiel funktioniert, oder du könntest versuchen, bei der Firma, die das Spiel entwickelt, als Game Designer zu arbeiten. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Um sie zu erkunden und realistische Einblicke zu erhalten, ist es hilfreich, mit Menschen zu sprechen, die in deinem Traumberuf tätig sind. Besuche Veranstaltungen, Messen oder Treffen, auf denen du Gleichgesinnte und Experten triffst, um mehr über ihren Beruf, die Freuden und Herausforderungen zu erfahren. Das Wichtigste dabei ist, auf deine eigene Intuition zu hören und dich nicht von anderen von deinen Träumen abbringen zu lassen. Folge deinem Herzen und lass niemanden deine Entschlossenheit beeinflussen. Kernaussage 2: Werde möglichst früh eigenständig und sammle Erfahrungen. Die erste Priorität im Leben eines jungen Menschen sollte darin bestehen, die eigene Persönlichkeit zu stärken und zu festigen. Dirk Kräuter glaubt fest daran, dass unser Lebensweg letzten Endes das Spiegelbild unseres Charakters ist und starke Persönlichkeiten erzielen größeren Erfolg. Um deine Persönlichkeit zu entwickeln, ist es entscheidend, frühzeitig Eigenständigkeit zu erlangen. Das bedeutet, dass du aus deiner Komfortzone ausbrechen und die weite Welt erkunden solltest. Nutze die Gelegenheit, ins Ausland zu gehen und andere Menschen, Kulturen und Sprachen kennenzulernen. Vor allem aber solltest du so früh wie möglich von zu Hause ausziehen. Wenn du nicht mehr von deiner Mutter bekocht und deine Wäsche gemacht bekommst, kannst du auf eigenen Beinen stehen und wichtige Schritte in deiner persönlichen Entwicklung unternehmen.
Zusätzlich dazu ist es ratsam, frühzeitig eigenes Geld zu verdienen und idealerweise deinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Suche nach einem Nebenjob, um den Wert des Geldes zu schätzen und zu erfahren, was es bedeutet, hart für dein Einkommen zu arbeiten. Hingegen solltest du unbedingt vermeiden, Schulden für Konsumzwecke anzuhäufen. Leistungssport, wenn möglich, bietet eine ausgezeichnete Schule für den Charakter. Er lehrt Durchhaltevermögen und Disziplin, zwingt dich, bei jedem Wetter morgens aus dem Bett zu kommen und fördert die Selbstorganisation. Achte auch darauf, welche Menschen du in deinem Leben hast. Es wird oft gesagt, dass wir im Durchschnitt den 5 Menschen am ähnlichsten sind, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Überlege also, ob deine engsten Kontakte dich inspirieren und ob sie Vorbilder für dich sind. Wenn nicht, ist es ratsam, bessere Freunde zu suchen, die vielleicht nicht den Großteil ihrer Zeit mit Partys oder Netflix-Serien verbringen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, einen Mentor oder eine Mentorin zu finden. Dieser Punkt wird später ausführlicher erläutert, aber für den Moment sei gesagt, dass ein Mentor oder eine Mentorin eine Person ist, die dir im Leben als Vorbild dient und in schwierigen Situationen mit Rat und Tat zur Seite steht. Dies kann ein Verwandter, ein Nachbar oder auch dein Fußballtrainer sein. Wichtig ist, dass du dieser Person vertraust und sie über weit mehr Lebenserfahrung verfügt als du. Generell ist es von Bedeutung, die Gründe für dein Handeln zu verstehen, denn erst dann, wenn du weißt, warum du etwas tust, hast du ein klares Ziel, das dich motiviert und dir Orientierung gibt. Stelle dir daher stets die Frage, warum tue ich das, was ich tue? Kernaussage 3. Finanziere dich selbst und lerne den Wert der Arbeit schätzen. Dirk Kräuter wuchs in einem kleinen Dorf im Sauerland auf, umgeben von Wäldern, Wiesen und Hügeln, jedoch nicht viel mehr. Nach seiner Grundschulzeit besuchte er die Realschule im benachbarten Ort. Damals konnte er den Sinn des Lernens noch nicht wirklich erfassen, weshalb er als Schüler durchschnittlich bis sogar faul galt. Seine Nachlässigkeit wurde ihm am Ende des 10. Schuljahres zum Verhängnis. Da er im Deutschunterricht lieber in Surfmagazinen blätterte, bekam er in diesem Fach nur eine 4. Um das Abitur zu absolvieren, wäre jedoch mindestens eine 3 erforderlich gewesen. Zudem hatte er die Idee des Surfens mittlerweile aufgegeben, da seine Eltern es ihm ausgeredet hatten. Also, was sollte er stattdessen tun? Da ihm keine bessere Alternative einfiel, begann Kräuter, in den umliegenden Unternehmen und Fabriken nach Arbeit zu suchen. Innerhalb von nur 3 Tagen sicherte er sich einen Job als Hilfsarbeiter in einer Fabrik. Am Ende seines ersten Monats in Vollzeitarbeit hatte er 980 D-Mark verdient, was etwa 490 Euro entsprach. Mit diesem selbstverdienten Geld zog er mit 17 Jahren in seine eigene kleine Wohnung. Möglicherweise denkst du jetzt, hätte es nicht mehr Sinn gemacht, länger bei meinen Eltern zu bleiben, um Geld zu sparen? Die klare Antwort darauf lautet, nein. Wenn du wirklich eine erfolgreiche Karriere anstrebst, ist eine starke Persönlichkeit unerlässlich. Diese entwickelt sich jedoch nur außerhalb deiner Komfortzone. Wenn du wie Dirk eine Führungsposition erreichen und Verantwortung übernehmen möchtest, musst du zunächst lernen, dich selbst zu führen. Die zweite wichtige Lektion aus Dirks Geschichte ist die Bedeutung, den Wert der Arbeit und des Geldes zu schätzen. Als junger Mensch solltest du deshalb bestrebt sein, dein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Gerade Tätigkeiten, die weniger angenehm und eintönig erscheinen, bilden die Grundlage für die Entwicklung deiner Persönlichkeit. Sie lehren dich, die Anstrengungen anderer zu würdigen und nicht aufgrund ihrer Arbeit abwertend über sie zu urteilen. Außerdem befähigen sie dich, mitreden zu können, da du keine Scheu davor hast, solche Arbeiten selbst auszuführen. Nach einem Jahr in der Fabrik begann Dirk schließlich eine Ausbildung zum Kaufmann. Bis heute hat er keine Zweifel an der Zeit, die er in der Fabrik verbracht hat, und bereut sie nicht. Kernaussage 4. Probier Neues aus und suche dir einen Mentor, um deine Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben. Dirk Kräuter zögerte nie, sich für freiwillige Aufgaben zu melden, sei es beim Sporttraining, in der Ausbildung oder im Wehrdienst. Er hob bereitwillig die Hand, auch wenn er oft nicht wusste, was auf ihn zukommen würde. Im Gegensatz dazu zögern viele Menschen davor, ins kalte Wasser zu springen und ziehen es vor, sich im Hintergrund zu halten. Doch das ist ein entscheidender Unterschied. Wenn du nur zusiehst, hast du keine Möglichkeit zu lernen. Erst wenn du selbst aktiv wirst, sammelst du wertvolle Erfahrungen. Sieh es als Abenteuer. Jedes Mal, wenn du dich freiwillig für eine Aufgabe meldest, verlässt du deine Komfortzone. Du entwickelst den Mut, dich neuen Herausforderungen zu stellen und Neues auszuprobieren. Selbst wenn du scheiterst,
bietet dies die Gelegenheit, daraus zu lernen und deine Persönlichkeit zu stärken. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung ist die Suche nach einem Mentor oder einer Mentorin. Dies ist jemand, der bereits mehr Lebenserfahrung hat als du und dir wertvolle Orientierung bieten kann, insbesondere in dem Bereich, in dem du dich weiterentwickeln möchtest. Allerdings steht ein Mentor nicht einfach vor deiner Tür und bietet seine Dienste an. Du musst aktiv danach suchen. Das ist jedoch keine leichte Aufgabe, da es nicht ausreicht, einfach eine kurze E-Mail mit der Bitte um Mentoring zu schreiben. Um einen geeigneten Mentor zu finden, musst du die betreffende Person zunächst gründlich kennenlernen. Du solltest verstehen, wofür sie steht, was sie interessiert und warum du glaubst, dass sie dir in deinem Vorhaben weiterhelfen kann. Erst wenn du ein fundiertes Verständnis für diese Person entwickelt hast, ist es angemessen, den Kontakt zu suchen. Es kann auch hilfreich sein, ein kleines Geschenk beizufügen. Der Autor erinnert sich an eine Anfrage mit einer großen Kiste Red Bull, sein Lieblingsgetränk. Selbst wenn du eine Absage erhältst, solltest du nicht gleich aufgeben, sondern am Ball bleiben. Interessante Personen, die als Mentor oder Mentorin in Frage kommen, findest du beispielsweise in Büchern, Podcasts, auf Konferenzen oder in Online-Netzwerken wie Xing und LinkedIn. Manchmal können sogar bereits verstorbene Persönlichkeiten wie Steve Jobs wertvolle Mentoren sein. Durch die Auseinandersetzung mit erfolgreichen Menschen, etwa durch das Lesen ihrer Biografien, kannst du eine Menge für deine eigene Entwicklung lernen. Kernaussage 5. Setze dir große Ziele und hinterfrage kritisch Informationen. In Deutschland ist die Risikoscheu weit verbreitet. Hier bevorzugen die Menschen oft Sicherheit gegenüber dem Eingehen großer Risiken. Wenn jemand beispielsweise als Unternehmer scheitert, wird dies in der Regel negativ bewertet und sogar verspottet, selbst Jahre später. In den USA ist die Mentalität anders, besonders im Silicon Valley, dem Zentrum des modernen Unternehmertums. Dort wird Scheitern oft als wertvolle Erfahrung angesehen. Es ist kein Zufall, dass führende Startups wie Tesla und Facebook gerade dort erfolgreich wurden. Im Silicon Valley denken die Menschen in großen Dimensionen, und in dieser Kultur haben visionäre Unternehmer wie Elon Musk und Mark Zuckerberg sich fantastische Ziele gesetzt und sie erreicht. Wenn du Großes erreichen möchtest, solltest auch du dir große Ziele setzen. Denke groß. Das ist der erste Schritt zum Erfolg, obwohl keine Garantie besteht. Aber große Ziele können dich motivieren und antreiben. Eine Studie aus dem Jahr 1984, die an der Harvard-Universität durchgeführt wurde, untermauert diese Idee. Absolventen im Abschlusssemester ihres Masterstudiengangs in Business Administration wurden gefragt, ob sie klare Ziele für ihre Zukunft hatten. 10 Jahre später wurde die Gruppe erneut untersucht. Diejenigen, die klare Ziele verfolgten, waren signifikant erfolgreicher als diejenigen ohne klare Zielsetzungen. Denke also über deine eigenen Ziele nach, notiere sie und visualisiere sie so konkret wie möglich. Wenn du beispielsweise davon träumst, einen Porsche zu fahren, drucke ein Bild dieses Autos aus und platziere es an einem Ort, den du täglich siehst. Oder besuche einen Porsche-Händler, setze dich ins Auto und spüre das Lenkrad. Auf diese Weise erinnerst du dich ständig an deine Ziele und verbindest sie mit Emotionen, die dich motivieren. Sobald du deine Ziele identifiziert hast, halte an ihnen fest und lasse niemanden deine Entschlossenheit erschüttern. Dieser Grundsatz gilt für alle Lebensbereiche. Lass dir keine Halbwahrheiten oder Unwahrheiten aufschwatzen. Immer wenn du Informationen aus den Medien, im Fernsehen, in Podcasts oder von anderen Personen erhältst, solltest du kritisch hinterfragen, welche Agenda dahinter stecken könnte. Der Autor selbst gab in jungen Jahren den Medien und Nachrichtenberichten bedenkenlos Glauben. Diese Naivität führte dazu, dass er getäuscht wurde, da diejenigen, die Nachrichten verbreiten, oft ihre eigenen Interessen verfolgen. Sie wählen aus, welche Informationen sie teilen und bewerten sie auf ihre eigene Weise. Daher ist es entscheidend, dass du bei allen Informationen, die du aufnimmst, dich selbst fragst. Wem dient diese Botschaft? Und warum wird sie verbreitet? Lass dich nicht täuschen. Bild dir deine eigene Meinung und recherchiere gründlich, wenn du an etwas interessiert bist. Kernaussage 6. Hör auf, Bewerbungen zu schreiben. Gehe hinaus und erobere deinen Traumjob. Jobs sind immer verfügbar, davon ist der Autor überzeugt. Unabhängig davon, ob die Wirtschaft gerade boomt oder nicht, Arbeit ist vorhanden, wenn du bereit bist, sie zu finden. Der Schlüssel dazu ist, dich selbst überzeugend zu verkaufen
und den Menschen zu erklären, warum sie bereit sein sollten, für deine Fähigkeiten zu zahlen. Die Fähigkeit, erfolgreich zu verkaufen, ist daher der entscheidende Faktor für persönlichen und beruflichen Erfolg im Leben. Es gibt Menschen, die aktiv hinausgehen und sich nehmen, was sie wollen und brauchen. Das sind die effektiven Verkäufer. Dann gibt es diejenigen, die endlos Bewerbungen schreiben. Wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, solltest du aufhören, Bewerbungen zu schreiben. In der Schule lernst du oft, wie du eine gute Bewerbung und einen Lebenslauf schreibst. Doch in der Sichtweise von Dirk Kräuter ist das weitgehend sinnlos, denn die meisten Arbeitsplätze werden nie öffentlich ausgeschrieben oder es ist bereits im Voraus klar, wer die Position bekommt. Daher ist ein grundlegendes Umdenken erforderlich. Denke wie ein Verkäufer. Ein guter Verkäufer würde niemals darauf warten, dass ein Kunde öffentlich Bedarf anmeldet. Stattdessen denkt er darüber nach, wer sein potenzieller Kunde ist und welche Bedürfnisse dieser haben könnte. Dann ergreift er die Initiative, nimmt das Telefon zur Hand und vereinbart einen Termin. Wer Bewerbungen schreibt, kommt in einer Position des Bittstellers, während jemand, der Initiative ergreift, etwas anbietet. Um deinen Traumjob zu erreichen, musst du zunächst darüber nachdenken, wohin du letztendlich möchtest und welche Schritte dafür notwendig sind. Praktika und Ferienjobs können dir bei diesem Prozess helfen, da sie dir Einblicke in verschiedene Bereiche gewähren und dir zeigen, was dir gefällt und was nicht. Beginne mit einer klaren Vorstellung von deinem gewünschten Endpunkt. Stelle dir vor, wie du in deinem 30er oder 40er Lebensjahr leben möchtest und überlege, wie du dorthin gelangen kannst. Wenn du zum Beispiel Arzt oder Anwalt werden möchtest, erfordert dies Abitur und ein Studium. Als Unternehmer gibt es verschiedene Wege. Unabhängig vom Ziel ist der Abschluss der Schulausbildung wichtig, da das frühzeitige Aufgeben zur Gewohnheit werden kann. Selbst eine Lehre kann von Vorteil sein, da du ein Handwerk erlernst und persönlich reifst. Um deinen Traumjob zu finden, solltest du 4 Dinge wissen. Erstens, sei dir deiner Stärken bewusst. Was kannst du gut und was fällt dir leicht? Zweitens, erkenne deine Neigungen. Was tust du gerne, auch ohne Bezahlung? Drittens, verstehe den Bedarf. Was kannst du gut, was andere benötigen? Und viertens, überlege, ob du damit Geld verdienen kannst. Wer wäre bereit, für das zu bezahlen, was du anzubieten hast? Indem du diese Fragen beantwortest, wirst du dich deiner eigenen Fähigkeiten besser bewusst und erkennen, welchen Wert du auf dem Arbeitsmarkt bietest. Kernaussage 7. Um reich zu werden, werde Unternehmer. Die Mehrheit der Millionäre in Deutschland und den USA sind Unternehmer. Wenn dein Ziel ist, Wohlstand zu erlangen, dann ist der Weg des Unternehmertums eine vielversprechende Option. Als Angestellter verdienst du selten wirklich viel. Aber wie kannst du zum Unternehmer werden? Die persönliche Lebensgeschichte des Autors veranschaulicht diesen Weg. Nach seiner abgeschlossenen Ausbildung hatte Dirk Kräuter den Traum, ein Triathlon-Profi zu werden. Er war begeistert von Extremsport und hatte bereits Sponsoren gewonnen. Doch dann geriet sein Hauptsponsor in finanzielle Schwierigkeiten und zog sich zurück. Plötzlich stand er vor finanziellen Herausforderungen. Durch einen glücklichen Zufall wurde bei einem anderen Sponsor eine Stelle im Außendienst frei. Der Autor nahm die Position an und begann, die Produkte seines ehemaligen Sponsors an Sportequipment-Händler und Warenhäuser zu verkaufen. Der Job entwickelte sich schnell zu seiner Leidenschaft. Schließlich entschied er sich, selbstständiger Verkäufer zu werden. Im Laufe der Zeit wandelte sich sein Geschäftsfeld. Der Autor verkaufte nicht mehr selbst, sondern wurde Verkaufstrainer und leitete Workshops für große Unternehmen. Schließlich stellte er die ersten Mitarbeiter ein. Im Jahr 2015 wurde Dirk Kräuter schließlich vollwertiger Unternehmer. Er verfeinerte sein Geschäftsmodell und bot öffentliche Verkaufstrainings mit frei verkäuflichen Tickets an. Im Jahr 2018 füllte er sogar die riesige Westfalenhalle mit einem Verkaufstraining, was ihm einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde einbrachte. Die Karriere von Dirk Kräuter zeigt, dass der Übergang vom Angestellten zum Unternehmer fließend sein kann. Man beginnt als Angestellter, startet nebenberuflich und wird schließlich Vollzeit selbstständig. Mit der Zeit kannst du Mitarbeiter einstellen und dein Geschäft ausbauen. Die höchste Stufe des Unternehmertums ist, dein Geschäft zu skalieren und zu automatisieren. Ein entscheidender Faktor dabei ist, niemals Zeit gegen Geld zu tauschen. Der Autor steigerte sein Einkommen, indem er erfolgsbasierte Honorare verlangte. Wenn seine Verkaufstrainings die Umsätze eines Unternehmens steigerten, verdiente er daran mit. Und das oft weit mehr als sein üblicher Tageslohn. Lass dich also nicht für deine Zeit, sondern für deine Ergebnisse bezahlen.
Um reich zu werden, musst du Geld zur Priorität machen. Diejenigen, die keine finanzielle Freiheit erreichen, suchen oft nach Ausreden. Wenn du dich jedoch aktiv um Geld kümmerst und darauf fokussierst, wirst du auch finanziell erfolgreich sein. Reich werden erfordert keine Magie, sondern erfolgsorientiertes Handeln und harte Arbeit. Zusammenfassung zum Buch von Dirk Kräuter. Was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde: Die zentralen Botschaften dieser Buch-Kernaussagen betonen die Bedeutung der Persönlichkeitsentwicklung, um im Leben erfolgreich zu sein. Dazu gehören das Sammeln von Erfahrungen, das Verlassen der Komfortzone, das Erlernen des Selbstverkaufs und das Verfolgen von Träumen und Zielen. Es wird hervorgehoben, wie wichtig es ist, frühzeitig unabhängig zu werden, den Wert von Arbeit zu schätzen und sich selbst zu finanzieren. Der Übergang von der Rolle des Angestellten zum Unternehmer wird als ein Weg zur finanziellen Unabhängigkeit dargestellt. Die praktischen Umsetzungsvorschläge umfassen das Führen eines Erfolgstagebuchs, das tägliche Loben von 5 Menschen, um das Selbstbewusstsein zu stärken, und die regelmäßige Überprüfung der eigenen Prioritäten und Ziele im Leben. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!